Ahoi Leute, willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 2. Wir haben ja noch auf der Krankenstation die Eli vergessen. Um welchen Teil des Schiffes handelt es sich hier? Ich guck sogar an. Das ist ja cool. Ausgestattet für kurzfristige Notfallversorgung. Bei schweren Verwundungen müssen Patienten zu einer voll ausgestatteten medizinischen Einrichtung gebracht werden. Hätten wir die hier nicht einbauen können? Okay. Ich habe gerade nochmal geguckt, auf was Cave war die Gruppe noch. Ich habe noch 2 Punkte. Dafür bräuchte ich 4 Punkte. Ich weiß nicht, was erschlossen ist. Ich glaube, ich lasse es jetzt erstmal so. Und dann gucken wir, wenn wir die mal wieder das Überraschungsmenü. Muss das sein, Rupert? Tut mir leid, Prinzessin. Filet Mignon und Kaviar kommen gleich. Ich muss nur erst die Zierdeckchen holen. Das wäre überaus freundlich, Mr. Gardner. Okay, hier haben wir Mr. Gardner, mit dem wir noch reden können. Hier haben wir niemanden mehr, mit dem wir reden können. Okay. Dann reden wir mal ein bisschen Gardner. Commander Shepard, der Held der Citadel. Sie waren an diesem Tag der Stolz der Menschheit. Und jetzt nicht mehr? Ich bin Mess Sergeant Rupert Gardner. Was kann ich für Sie tun? Brauchen Sie was? Haben Sie alles, was Sie brauchen? Ich komme zurecht. Aber haben Sie je versucht, mit Militärvorräten was Anständiges zu kochen? Ich bin gut, aber Wunder kann ich nicht vollbringen. Die Kollektoren zu besiegen dürfte ziemlich hart werden. Die Crew verdient was Ordentliches zu essen, bevor sie sich in die Hölle stürzt. Wie kann ich da helfen? Was brauchen Sie? Wenn ich ein paar gute Zutaten hätte? Ach, Scheiße. Sie haben was Besseres zu tun, als auf der Citadel Gemüse einzukaufen. Vergessen Sie, was ich gesagt habe. Geben Sie mir für eine Liste. Hab Zeit. Wenn ich dorthin komme, halte ich Ausschau danach. Besten Dank. Das meiste auf dieser Liste ist vermutlich Standard für die Muttersöhnchen auf der Citadel. Möchten Sie noch über etwas anderes sprechen? Auf die Aufgaben? Was ist Ihre Arbeit hier auf der Normandy? Fragen Sie lieber, was ich nicht mache. Die meisten halten mich für den Schiffskoch. Aber ich bin auch Techniker und Verwalter. Heizung, Lüftung, Klima, Installation und Elektrik. Solange es nicht um die Mission geht. Ich sorge dafür, dass alles sauber ist und läuft. Hausmeister und Koch? Die Toiletten putzt also derselbe, der auch das Essen kocht? Ich wasche mir dazwischen die Hände. Meistens. Reicht ja auch, ne? Das hier ist kein Luxusliner. Auf einem Cerberus-Schiff muss man schon Hand anlegen und ich fange eben auf, was durch den Rost fällt. Hey, durch den Rost fällt. Verstehe ich nicht. Wie ist das für Sie, für Cerberus zu arbeiten? Ich bin verdammt stolz. Cerberus bewegt wirklich was. Die Allianz und der Rat haben ihre Schädel doch so tief im eigenen Arsch vergraben, dass sie nicht mal mehr ihre Scheiße sehen. Um dieses Ungeziefer von Kollektoren zu tilgen, braucht es menschlichen Einfallsreichtum. Und nur Cerberus hat das erkannt. Beitritt zu Cerberus. Wie sind Sie zu Cerberus gekommen? Ist es zu glauben, dass ich mal ein Familienvater war, der im Grenzgebiet in den E-Zero-Anlagen gearbeitet hat? Ich war sogar glücklich. Aber wenn man bei einem Überfall der Batarianer alles Batarianer. Verliert, ändert sich 2017. Alles. Ich wollte etwas bewegen. Ich bin kein Soldat, aber ich habe Talente. Und danach ist Cerberus immer auf der Suche. Ich tue, was ich kann, um zu helfen. Abflüsse reparieren, Luftschächte verlegen, dafür sorgen, dass alle einen vollen Magen haben. Oh, klingt gut. Ich werde Ihre Zeit nicht länger... Zurück an die Arbeit. Okay, wir sollen ganz viel Schrott kaufen schon mal. Hallo Miranda. Ja, was? Schmuckes Häuschen hier. Was ist ein eigener Austritt in die Hülle oder was? Na? Commander, was kann ich für Sie tun? Stau sein Normandy. Gibt es etwas, das ich über die Normandy noch wissen sollte? Die Crew arbeitet einwandfrei und das Schiff erfüllt bisher alle Vorgaben. Was machen Sie hier? Was genau sind Ihre Pflichten, mal abgesehen davon, mich im Auge zu behalten? Ich bin eine Agentin des Unbekannten. Sie sind ein wichtiger Aktivposten. Ich soll dafür sorgen, dass Sie Erfolg haben. Abgesehen davon schicke ich dem Unbekannten regelmäßig Berichte über unseren aktuellen Status. Können wir reden? Haben Sie eine Minute Zeit, Miranda? Sie haben sicher eine Menge Fragen. Ja. Cerberus ist nicht so böse, wie die meisten glauben. Wenn ich Ihre Zweifel zerstreuen kann, werde ich das gerne tun. Also, was möchten Sie wissen? Ziel von Cerberus. Ich weiß, was wir hier tun. Aber was ist das langfristige Ziel von Cerberus? Die Weiterentwicklung der Menschheit.
Nicht mehr und nicht weniger. Die Salarianer haben die Special Task Group. Die Asari haben ihre legendären Spezialeinheiten für Geheim- und Aufklärungsmissionen. Cerberus ist die Antwort der Menschheit auf diese Organisation. Wer das sagen, der Unbekannte oder was? Aber diese Organisationen unterstehen Regierungen. Wer überwacht Cerberus? Niemand. Wir werden privat finanziert. Und unsere Geldgeber vertrauen darauf, dass der Unbekannte die richtigen Entscheidungen trifft. Aber er hat unsere Ziele sehr klar formuliert. Schutz der Menschheit und Förderung ihrer Weiterentwicklung. Er hat doch richtig viele Leute umgebracht. Also, vor allen Dingen hier mit diesen komischen, wie hießen die? Torianer oder so? Sind sie militärisch oder politisch? Oder beides? Cerberus hat mehrere Abteilungen. Politik, Militär, Wissenschaft. Und wir alle arbeiten auf dasselbe Ziel hin. Die Teams, denen sie vor ihrem Unfall begegnet sind, gehörten größtenteils zu unserer militärischen Sparte. Aber nicht alle Operationen von Cerberus folgten demselben Protokoll. Wir lassen uns von Bürokratie und irgendwelchen Formalismen nicht bremsen. Ressourcen von Cerberus. Was für Ressourcen hat Cerberus? Wir sind finanziell sehr gut aufgestellt, aber Einzelheiten weiß darüber mit Sicherheit nur der Unbekannte. Aber unsere Möglichkeiten sind nicht unbegrenzt. Sie wiederzubeleben und die Normandy noch einmal zu bauen, war eine beträchtliche Investition. Und ein beträchtliches Risiko. Wir hoffen alle, dass sie das Unmögliche möglich machen, Shepard, ohne sie unter Druck setzen zu wollen. Ja, Quatsch, schaffe ich schon. Was können Sie mir über den Unbekannten sagen? Nichts, was Sie nicht schon wüssten. Selbst ich habe auf den größten Teil der Informationen über ihn keinen Zugriff. Sie haben schon mehr von ihm gesehen als die meisten anderen. Es ist selten, dass er bei Mission selbst in Erscheinung tritt, aber sie sind eben was Besonderes. Was die Leute auch über ihn reden, ich versichere Ihnen, dass er nur im Interesse der Menschheit handelt. Und das schließt Sie und mich mit ein. Wieso denken Sie so? Wie können Sie da sicher sein, wenn Sie so wenig über ihn wissen? Ich wäre nicht so weit gekommen, wenn ich die Motive und Ambitionen meines Gegenübers nicht einschätzen könnte. Selbst nach kurzen Begegnungen. Er ist kein Heiliger und würde das auch sofort zugeben. Aber er hat sich dieser Sache verschrieben. Die Menschheit könnte keinen besseren Fürkämpfer haben. Ich glaube, es war Torianer. Diese torianischen komischen Viecher. Damit hat doch Cerberus auch irgendwie zusammengehängt. War das im Zusammenhang oder nicht? Torianische Creeper hießen die. Erzählen Sie mir von sich, Miranda. Das ist nur fair. Immerhin habe ich in den letzten 2 Jahren alles über Sie erfahren, was es zu wissen gibt. Sie sollten wissen, dass ich umfassend genetisch modifiziert wurde. Es war nicht meine Entscheidung, aber ich mache das Beste daraus. Das ist einer der Gründe, warum der Unbekannte mich ausgewählt hat. Was immer ich tue, ich bin meistens ziemlich gut darin. Sie sind eingebildet. Sie sind modifiziert. Von welchem Ausmaß an genetischer Modifikation reden wir hier? Sie war ziemlich umfassend. Ich bin in vielerlei Hinsicht überlegen. Meine Wunden heilen schneller. Und ich werde wahrscheinlich 1,5-mal so lange leben wie ein Durchschnittsmensch. Meine biotischen Fähigkeiten sind auch sehr weit entwickelt. Für einen Menschen. Dazu kommen das beste Training und die beste Ausbildung, die man für Geld kaufen kann. Das Ergebnis ist wirklich ziemlich beeindruckend. Also sind sie perfekt. Klingt, als hätte man sie dazu geschaffen, perfekt zu sein. Mag sein, aber ich bin es nicht. Ich bin noch immer ein Mensch, Shepard. Ich mache Fehler, wie jeder andere auch. Und wenn ich welche mache, sind die Konsequenzen meistens weitreichend. Alle erwarten ziemlich viel von jemandem mit meinen Fähigkeiten. Sie sind eingebildet. An Selbstbewusstsein mangelt es ihnen jedenfalls nicht. Es ist einfach eine Tatsache. Meine Reflexe, meine Stärke, sogar mein Aussehen. Alles ist darauf ausgelegt, mir einen Vorteil zu verschaffen. Es macht ja, das stimmt Sinn, doch, dein Aussehen ist ein Aus Vorteil. Aus genau diesem Grund überträgt mir Cerberus seine gefährlichsten, riskantesten und technisch anspruchsvollsten Operationen. Und deshalb wurde ich auch Ihnen zugeteilt. Es ist mein Job, dafür zu sorgen, dass Sie Erfolg haben, Shepard. Gut. Danke für die Information. Natürlich, Commander. Wie Sie wünschen. Haben wir schon mal 10 Minuten verschwendet, mit den Leuten hier zu reden. So, Server. Warte mal, irgendwo war ich Serverraum gerade, da will ich auch noch hin, falls das geht. Was ist das da hinten eigentlich? Hauptgefechtsstand? Beziehungsweise Labor. Serverraum. Keine Ahnung, ist wahrscheinlich einfach nur das da hinten der Gehirnzeichen, dass er da ist. Okay, wir sind jetzt fertig. Ja, sind wir. Das heißt, wir können jetzt zurück auf die Kampfinformationszentrum, meine Güte. Hallo. Und... Oh Gott. Was? Cool, ich kann rumfliegen. Hui. Hui. Hui.
Was für ein Schwachsinn, das ist voll geil. Omega-4-Portal. Massenportal? Arin Larkan. Wir haben zu wenig Treibstoff, um das System mit unseren normalen Triebwerken zu verlassen. Oh. Wollen wir mal einfach die Abschlussstelle der Normandy erkunden? Wir haben nicht genügend Treibstoff, um noch eine relevante Spannung zu überwinden. Ich verstehe. Umlaufbahn anfliegen. Scanner starten. Oh mein Gott, das ist viel cooler als damals. Ich habe nur 10 Sonden. Na, was suche ich überhaupt? Ah, warte, hier ist irgendwas gut. Sonde gestartet. Bei Forschungsprojekten wird Palladium für Upgrades von schweren Pistolen, Panzerung und Kybernetik benötigt. Sonde gestartet. Bei Forschungsprojekten wird Iridium für Upgrades von schweren Waffen, Maschinenpistolen und Sturmgewehren benötigt. Sonde unterwegs. Okay, ich verstehe auf jeden Fall das Prinzip davon. Starte Sonde. Bei Forschungsprojekten wird Platin für Upgrades von Präzisionsgewehren und Schrotflinten und medizinischer Ausstattung benötigt. Ah, jetzt verstehe ich das, glaube ich. Also ich habe hier... Also hier würde ich ziemlich viel Platin finden. Hier auch, also ich glaube... Das ist nicht so wie... Wie in Mass Effect 1, dass ich einfach hingesagt, jo, gucken wir mal, und das ist irgendein Scheiß. Okay, kommen wir hier nochmal so eine hin, hier ist mir viel Platin. Ich will eigentlich so ein bisschen Element Zero haben. Oder Palladium. Dann haben wir hier nochmal eins hin. Da ist wohl sehr viel Palladium. Bisschen was ist hier überall, aber es lohnt sich nicht gut. Das finde ich cool sogar. Wahrscheinlich ist das voll, dass ich da so viel Scheiß draufgehauen habe. Bindur. Was ist das hier? Will ich Treibstoff kaufen? Ja, mach voll. Kostet ja nichts. Was kostet denn der Spaß? 100 für eine, ja. Cool, haben wir fertig, ne? Ich hab so viel Spaß da gerade dran. Oh, Nerv. Hallo, nein, mach. Geh da hin. Perfekt. Umlaufbahn anfliegen. Imorkan. Imorkan, Standard Methan. Okay. Ich weiß nicht, wie viel ich brauche von irgendwas so. Ich meine, hier ist überall so ein bisschen was, ne? Aber. Es ist nicht wie, dass ich sage, ich brauche den ganzen Scheiß. Ja, ich weiß, wie das funktioniert. Danke. Das ist, glaube ich, das erste Spielfeature, was ich wirklich von selbst verstanden habe, ohne dass ich irgendwie komplett verwirrt erstmal war. Also, ich war komplett verwirrt. Ich habe es relativ schnell verstanden, wie es funktioniert. Ja, okay, lohnt sich nicht. Scan-Ergebnisse im Mittel. Okay, da sagt. Hallo, nein, ich wollte schon weitermachen. Ich habe nur falsch geklickt. Ja, klar, geht. Imorkan, okay. Was haben wir hier noch? Okay, man sieht hier auch, wie viel wir erkundet haben. Da geht's weg. Das ist Omega-4-Portal. Und hier ist noch ein Planet. Urdak. Ein brauner Zwerg mit geringer Umlaufbahn, bla bla bla, falls ihr es lesen wollt. Der Klasse L. Mittel, zack. Also wenn hier irgendwas richtig krass aussieht, dann nehme ich es mal mit, aber
Ich muss jetzt mal gucken, wie toll die ganzen Upgrades sind und ob das irgendwie relevant war. Sonde gestartet. Ja, okay, das ist egal. So, dann haben wir jetzt... Oh, ich mach's schon wieder. Ich muss mir echt angewöhnen, diese Knöpfe jetzt zu drücken, weil normalerweise ging man, glaube ich, auf in Mass Effect 1 mit das Cake, ging man auch einen Schritt zurück einfach nur. Okay, jetzt haben wir hier 100%, das heißt, wir haben alle Planeten gefunden. Treibstoffdepot. Dann haben wir noch Massenportale. Jetzt sollen wir gehen erstmal auf Omega. Das sieht cool aus. Omega, er baut auf einem vollständig ausgebauten Asteroiden mit Former. Das erinnert mich an Doctor Who. Da gab es, glaube ich, auch so ein. Das sah, glaube ich, genauso aus sogar. Ich habe, glaube ich, die erste Staffel von den neuen Teilen geguckt. Oder die zweite. Oder die erste und die zweite. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich das mal geguckt und da war auch so ein Teil. Mit vormals hohem Metallanteil ist seit Jahrtausenden ein Zufluchtsort für Verbrecher, Terroristen und unzufriedener Art. Zeitweise war die Station über Jahrhunderte verlassen, bis eine neue Gruppe Gesetzlose auf der Suche nach einem neuen Anfang wieder in Betrieb. Da fehlt irgendwo ein Wort. Das ursprünglich überaus elegante Design der Raumstation ist unter dem planlosen Wachstum verschiedenster Spezies kaum noch zu erkennen. Es gibt auf Omega keine zentrale Regierung oder eine allgemein anerkannte Autorität und es kann sich auch niemand an eine Zeit erinnern, in der das anders gewesen wäre. Population 7,8 Millionen. Ist 7,8 Millionen viel? Aber gibt es auch Raumkämpfe, wo ich meine Normen, die da so dumm rumfliegen kann und dann mit richtig schießen kann oder so Quatsch? Tech-Kräfte und Schnellfeuerwaffen können Schilder beschädigen oder zerstören. Überlastung ist ja besonders effektiv. Danke. Wir haben nur die beiden, das heißt, wir können die auch nur mitnehmen. Yes. Zwei Punkte, ja, gut. Machen wir dann später. Ich habe meine Waffen, das ist schon gut so. Ah, willkommen auf Omega. Sie sind neu hier, nicht wahr? Ich merke sowas gleich. Erlauben Sie mir... Oh, hallo Mocklin. Ich wollte gerade... Abgang wartet. Sofort. Natürlich, Mocklin. Was immer sie verlangt. Mocklin. Verdammte Aasgeier. Willkommen auf Omega, Shepard. Sie wissen, wer ich bin? Natürlich. Wir haben sie auf dem Schirm, seit sie in den Terminus-Systemen sind. Sie sind nicht ganz so raffiniert, wie sie glauben. Hey. Aria will wissen, was einen toten Spectre nach Omega führt. Sie sollten umgehend ins Afterlife gehen und ihre Aufwartung machen. Wenn ich so weit bin. Ich rede mit Ihrem Boss, wenn ich es für richtig halte. Dann sollten Sie es sofort für richtig halten. Niemand lässt Aria warten. Afterlife, sofort. Nee. Ich empfange Quarantänewarnungen aus den Slums, wo Dr. Morden Solo seine Klinik hat. Rechne mit Widerstand in der Transitstation. Ich habe außerdem Gespräche zwischen den Söldnergruppen über Pläne zum Ausschalten von Archangel aufgefangen. Im Afterlife gibt es eine Rekrutierungsstelle, die vielleicht mehr über ihn weiß. Okay. Normandy, Transportdepot, Afterlife-Eingang, aber Afterlife-obere Ebene, Aria, Söldneranwerber, Afterlife-untere Ebene, Afterlife-VIP-Bereich. Hängt das hier alles zusammen? Herald's Emporium. Okay. Gut. Said, hallo, den kennen wir doch. Also kennen wir. Bitte. Bitte. Sie müssen mir helfen. Wer hat Ihnen erlaubt zu reden, Blödmann? Sind Sie Said Massani? Du spinnst ja, auf einem Auge. Bin ich.
Sie müssen Commander Shepard sein. Wie ich höre, müssen wir eine Galaxie retten. Wer ist Ihr Freund? Meine Kontakte haben gesagt, wir sammeln einen Mann auf, nicht zwei. Batarianischer Delinquent. Hat jemanden so sauer gemacht, dass er mich angeheuert hat, ihn zu finden. Sogar für meinen Lebendigpreis. Bitte, ich war es nicht. Klappe, habe ich gesagt. Bat versucht, mich auf eine Verfolgungsjagd durch die ganzen Systeme zu treiben. Er hätte es besser wissen müssen. Die Typen fliehen immer nach Omega. Wie geht's mit ihm weiter? Was passiert mit ihm? Ich übergebe ihn und kassiere das Kopfgeld. Was danach mit ihm passiert, ist mir egal. Wie viel wissen Sie? Man hat Sie informiert. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Cerberus hat mir alles geschickt, was ich wissen muss. Sie und Cerberus? In welcher Beziehung stehen Sie zu Cerberus? Ganz ruhig. Cerberus bezahlt mir jede Menge Geld, damit ich ihm bei Ihrer Mission helfe. Das ist alles. Nicht viele Söldner würden ein Selbstmordkommando wegen der Bezahlung annehmen. Die meisten Söldner kriegen keine Angebote, wie Cerberus es mir gemacht hat. Diese Mission klingt nicht nach einem guten Geschäft. Aber Ihr Unbekannter kann viele Credits locker machen. Wo kann man Bord? Schön, Sie bei uns zu haben, Said. Wir haben noch viel zu tun. Das hat man mir gesagt. Der Unbekannte hat Ihnen vermutlich von unserem Arrangement erzählt. Arrangement? Was für ein Arrangement? Ich habe vor einer Weile eine Mission angenommen, kurz bevor ich bei Cerberus angefangen habe. Ich dachte, Sie hätten vielleicht Interesse. Haben Sie schon einmal von Vido Santiago gehört? Er ist der Anführer der Blue Suns, leitet die ganze Organisation. Anscheinend hat er kürzlich eine Elfell Ashland Raffinerie auf Zoria eingenommen und missbraucht die Arbeiter als Sklaven. Das Unternehmen will der Sache ein Ende setzen. Kann man tun. Ich sorge dafür, dass wir das erledigen. Gut. Wenn wir das aus dem Weg haben, können wir uns darauf konzentrieren, den Helden zu spielen. Dummer Manjo. Ich schalte das Ding lieber ab, bevor es anfängt zu stinken. Wenn Sie das nächste Mal bereit sind, jemanden zu töten, bin ich auch startklar. Gut. Haben wir noch einen gefunden. Weiter geht's. Warning, low power. Oh, das ist nicht gut. Hallo Garrus. Du bist nicht Garrus, du bist nur Volturianer. Ansicht von Omega. Mit Miranda reden. Hey. Omega, was für ein Drecksloch. Zumindest hält man sich immer auf den Zehenspitzen. Ich war früher schon mal geschäftlich hier. Danach braucht man außer der normalen Dekontamination noch zusätzlich eine lange Dusche. Okay. Kann ich ja nächstes Mal mitkommen, ne? Ah, ja! Kommen Sie schon, lassen Sie mich rein. Ah, ja! Hallo! Maria erwartet mich. Genau. Wenn sie sie erwarten würde, wären sie längst drin. Ja. König Liebe, Elko. Okay. Ich soll noch nach irgendwelchen Sachen suchen. Fucking Batarianer, ey. Ich weiß nicht, wo Quicksafe ist. Ich glaube, es guckt mir nach ein paar Mal an. Ich wollte hier erstmal zum Hellos Emporium gehen. Weil ich denke, da könnte es vielleicht was geben. Wer redet hier mit mir? In die Fresse, ich bin hier am... Leid, das Endmenschen sind ein Schandfleck für die Reinheit der Galaxie. Soll ich mal aufmischen? Sie sind ein Schandfleck. Und sie, Mensch. Und sie. Hier sind Apartments. Zu vorbei. Die Erden sind sinnlos, Mensch. Wir haben eine Seuche. Niemand kommt rein oder raus. Ich sagte doch, Sie sollen verschwinden, Lady. Wegen der Seuche steht der gesamte Bezirk unter Quarantäne. Keiner kommt rein. Schade. Ich bin ein Mensch, Sie Idiot. Menschen können sich nicht anstecken. Lassen Sie mich jetzt meine Sachen holen, bevor die Plünderer kommen. Fast jede Spezies ist davon betroffen. Wir gehen kein Risiko ein. Niemand darf rein, bevor das mit der Seuche nicht erledigt ist. Für wen arbeiten Sie? Ich dachte, Omega hätte gar keine Gesetzeshüter oder sowas. Wer hat den Befehl erteilt, die Slums unter Quarantäne zu stellen? Gerade aus dem Transporter gestiegen, was?
Aria T'Loke hat ihr das Sagen. Sie hat ihre kleinen blauen Finger in jedem Laden in diesem Bezirk. Und eine Seuche ist schlecht fürs Geschäft. Sie hat uns angeheuert, dafür zu sorgen, dass niemand die Quarantänezone betritt oder verlässt. Wir kommen nicht rein. Sie sagen also, die Slums sind komplett abgeriegelt? Endlich ein Mensch, der hören kann. Ja, genau das sage ich. Ich kann die einfach mal aufmachen. Sie können mich nicht davon abhalten. Ich werde meinen gesamten Besitz verlieren. Ich tue Ihnen einen Gefallen, Mensch. In ein paar Wochen ist jeder in der Quarantänezone tot. Entweder wegen der Seuche oder durch die Gangs. Ja, ich will aber rein. Es gibt in den Slums einen Salarianer namens Morden Solus. Ich muss rein, um ihn zu finden. Der Doktor? Der Wahnsinnige hat hier im Bezirk vor ein paar Monaten eine Klinik eröffnet. Die Blue Suns waren darüber nicht sehr erfreut. Es heißt, Morden versucht mit der Seuche fertig zu werden. Ich wünsche ihm Glück dabei, aber deswegen bleibt das Gebiet trotzdem abgeriegelt. Unser Befehl lautet, abzuwarten, bis entweder die Seuche oder die Blue Suns alle erledigt haben. Und dann reinzugehen und sauber zu machen. Excusez-moi? Wissen Sie, wo ich Mordens Klinik finde? Keine Ahnung. Warum wollen Sie das wissen? Der Bezirk steht unter Quarantäne. Schon vergessen? Die Art der Seuche? Mir mehr über diese Seuche. Es fängt mit Husten an. Dann spuckt man Blut und dann hilft nur noch eine Kugel. Sie befällt viele Spezies. Turianer, Salarianer, Kroganer. Eigentlich alle, nur Menschen sind immun. Und Vorcha, falls Sie die mitzählen. Vorcha, eine ist ein durch die Luft übertragene Krankheit, die zahlreiche Völker befällt. Wir müssen verhindern, dass sie sich ausbreitet. Deshalb die Quarantäne. Die Blue Suns wissen das. Wer sind die Blue Suns? Die Söldnergruppe, die den Bezirk unter Kontrolle hat. Besser gesagt, unter Kontrolle hatte. Die meisten von ihnen sind Turianer und die Seuche soll unter ihnen ziemlich gewütet haben. Jetzt steht der Bezirk praktisch frei zur Übernahme. Angeblich planen die Vorcha was in der Richtung. Die Seuche tut ihnen nichts. Sie sind immun gegen die Krankheit. Ein weiterer Grund, warum sie da nicht reingehen wollen. Seuche befällt vier Spezies. Krankheiten betreffen doch eigentlich nie mehrere Spezies. Turianer und Salarianer können nicht mal die gleichen Lebensmittel essen. Richtig. Die meisten gehen davon aus, dass die Seuche synthetisch ist. Jemand hat sie geschaffen und dann ist entweder ein Unfall passiert oder sie wird hier getestet. Und da die Menschen immun gegen die Seuche sind und einige von ihnen mit dem Plündern angefangen haben, glauben viele, dass sie Menschenwerk ist. Ich glaube, ich gehe da rein. Sehen Sie mich an. Sehe ich aus, als würde ich plündern? Nein. Na also, ich gehe jetzt da rein und lege jeden Plünderer um, dem ich begegne. Und wer sich mir in den Weg stellt, dem passiert das Gleiche. Ich informiere die Wachen. Dann werden sie anstandslos... Moment, mich halten Sie auf, aber die nicht? Sie Mistkerl! Sie haben keinen Granatenwerfer, Lady. Verziehen Sie sich. Na Gott, aber ich will es nicht direkt. Sind Menschen immun gegen die Seuche? Gehe ich da schon direkt rein? Nein, ich wollte nur zurück. Kann ich zurück bin, sage ich ja. Na gut, wenn ich das nicht zurück kann, dann wäre ich echt sauer. Dann muss ich wirklich genau gucken, wo ich die Mission abschließe oder weitermache. Weil. Ja, Salid nehmen wir erstmal nicht mit. Ich nehme erstmal die normalen Charaktere. Yep. Nee, ich möchte jetzt nicht leveln, danke. Willst du mich verarschen? Spiel schon laden. Omega Slums, neu. Handelsdistrikt. Okay, dann würde ich sagen, ich bin jetzt in der schönen Part. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder im Handelsdistrikt. Weil... Es ist ziemlich beschissen, dass ich nicht mehr zurück kann, wie es aussieht. Also, ich hoffe, es hat dir gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.